Ja. So. Time is it? Painting, sleeping, painting, hiding, painting, crying, crying, painting. Malen, schlafen, malen, verstecken, malen, weinen, weinen, malen. Ja, das ist schön. Das ist einfach so, ein Kind muss angstfrei aufwachsen. Da soll es keine solchen Beschränkungen geben oder solchen schlimmen Vorstellungen oder. Warum müssen die Schweden in diesem Spiel immer so alt sein? Wir kommen da nicht durch. Kommen wir denn zurück? Nein. Kommen wir denn von dort, wo wir waren? Ich wusste es so. Das Ding hier ist geflogen. Wir kommen da nicht rüber. Also wieder zurück in diesen Raum. Nur können wir da. Ja, in diesem Spiel sind die ältesten Schweden der Welt. Ey! Ah! Wow! I can't do this without you. Aha. Ja, ich, ich weiß nicht. Aha, ein gemaltes Feuer. Was ist da? Auch ein gemaltes Feuer. Ja, ich fürchte mich. Alter, das arme Kind. Hey, Princess. I didn't know you were out here. No, it's all right. Daddy just tripped. You know, clumsy old peg leg. Oh, there. You don't need to worry. Daddy's just tired. So very tired. Mach dir keine Sorgen. Alter, ist das unangenehm, was die aus einem Stolpern über einen kleinen Holzzug alles machen. Ist das keine? Doch. Das ist eine. Bleibe ich jetzt in dieser Erinnerungswelt gefangen? Von da kam ich, glaube ich, oder? Ja. Super Idee. Gehen wir mal da lang. Und noch ein Zug.
Den hat Daddy immer gehasst, den Zug. Er hat sich ganz furchtbar wehgetan. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Da wurde gerade gespeichert, glaube ich. Das sind auch Einrichtungsgegenstände, die einem das Spiel so viel schöner und einfacher machen. Leer. Ah, okay, ich verstehe. Und da haben wir tatsächlich was. Ah, das ist ein Fragment. Wir müssen sammeln. Gehen wir da runter. Lassen uns um die Ecke. Nicht erschrecken. Um diese. Im Raum selbst. Okay. Ja, ein wenig surreal ist es ja schon. Ja. Ah. Ein BB, ein bunter Basketball. Ah. Das ist gut, wir haben weitere Teile des Puzzles und es geht immer weiter runter. Es geht weiter runter. Es geht weiter. Es geht weiter runter. Es wird tiefer und enger. Und jeder, der hier eine sexuelle Anspielung hört, macht das falsch. The world is mine. Tja, das Symbol des Feuers, ja, die Mutti ist verbrannt und hat sich dann, glaube ich, umgebracht. Not sure about that. That. Weil über that kann ich sowieso nicht sure sein. Sag mal, was ich in meiner Verzweiflung für einen Blödsinn laber. Unfassbar. Okay. Okay. Running around in circles, running around in circles, la la la. Ah. Jawohl. Und nun? Where to put it at? Wir haben es. Nun kommt die geilste Musik der Welt. So, ich denke mal, das ist alles auch gar nicht dafür gedacht, dass ich die Übersicht behalte. Das
sehen nicht mehr viel. Nö, es geht nur noch die Treppe hoch, oder? Oh, was war das? Achso, die Tür. Und nun? Oh, na gut. Ich hätte jetzt was anderes genommen. Sind wir wieder hier, ja? Nur wo tun wir das Bild hin? Ja. Wenn es jetzt abgeschlossen ist, kann es sein, dass ich ein bisschen. Es geht. Oh, super. Da sehen wir nichts. Dann gehen wir hier weiter. Be in bed. It's all right. You can stay. Just don't make too much noise. Daddy's working. What do you mean, who's that? It's Mommy. What? That's not what Mommy looks like? Well, she does to me. Kommen wir denn wieder zurück in die normale Welt? Und ein... Okay. That's it. Aber einen Schlüssel brauchen wir aber doch... na? Ding, ding. Ja, das mit dem Surrealen, das haben die schon so ein bisschen erfunden. Das da ist jetzt aber unschön. Ja, Puppen, ich liebe Puppen. Hey, das ist ein sehr seltsamer Hindernis-Parcours. Oh, was haben wir denn da? Können wir das nehmen? Das sieht aus, als könnten wir es nehmen. Ein Panda-Bär. Ein Bänderpaar. Ja, toll. Ich sehe es doch nicht. Hey! Rein. Oh, ich meine, ich verstehe. Nein. Oh. Jetzt. Alter. Hör mal auf jetzt. Das ist echt irre jetzt, oder? Ah. Und? Honey, you have to come out. She's waiting for us. Don't make me do this by myself. No. I don't want her to see me like this. I'm sorry, I can't. Hm.
Ja. Eins, zwei, drei. Mami war im Feuer. Eins, zwei, drei. Im Krankenhaus war es teuer. Eins, zwei, drei. Wow. Okay. Supposed to do now. I can't do this without you. Alter, ist das so schlimm. Der tut mir schon sehr leid, aber er ist auch richtig ekelhaft. Aber den haben wir ja durch. Ich bin jetzt bei der Tochter. Ja, wir machen jetzt hier so ein kleines Psychotherapie. Den hab ich doch lieb, der macht mir doch nichts. Na? Deswegen. Hallo. Na, Lehrerraum. Hallo, Lehrerraum. Hallo, Gruppe. Halt nicht. Woher soll er das auch wissen? Moment. Nein, wir haben keine Taschenlampe. So, ich würde sagen. Ah, hier. Ja. Wir sind immer noch die Kleinen. Okay. Oh, ein Paradies. Ein Paradies für Kinder. Lauter gruselige Spieluhren und Clowns. So wollte ich als Kind auch immer leben. Die ganze Welt voller Bauplätze, das war klar. Aber die ist offen, oder? Jo. Wieder etwas suchen. Oh, ich sehe Furchtbares. Na, das sieht doch gut aus. Oh, Moment. Es wird schlimmer. Noch weiter? Nö. Hat auch gereicht. War schlimm genug. Dann machen wir wieder ein bisschen. Baby bringt sich um. Wow.
unten wie irgendwas. Weitergeht. Den Honig haben wir ja schon. Nun. Ah. Ja, wirklich nicht weiter. Müssen wir wieder zu der Katze? Ja. Das will ich nicht. Ich habe eine Katze, die macht genauso, aber der geht's besser. Der fährt kein Zahnrad. Alter. Da hin jetzt, lass mich. Ja, hallo. Das kennen wir ja. Hallo. Müssen wir es jetzt wieder suchen? Nein, nicht runterfallen, sag mal. Also die ganz schnelle Variante funktioniert nicht. Langsam. Langsam. Und zurück. Ja, oder gleich runter. Aua. Ja, das tat am Kopf ein bisschen weh, das ist nicht schlimm. Wo ist denn die Katze wieder? Hallo? Da. Wir gehen einfach mal nochmal hoch, gucken, ob es dann noch was gibt. Beides. Ey. Sag mal. Ein seltsames Rätsel. Hallo. Sehr gut. Man kann doch Säuglinge und Krabbelkleinkinder ruhig mal ein bisschen. Kann man doch, oder? Ah, hier kommen wir nicht weiter, oder? Ich muss das mit der Katze irgendwie lösen. Ich weiß aber nicht wie. Wo ist denn? Also da kommen wir nicht weiter. Also müssen wir hier noch irgendwas finden. Was ist denn hier? Hier sehe ich nichts. So, da ist ein Sessel. Da sehe ich nichts. Da ist ein Beistelltischchen ohne irgendwas.
Da ist nichts. Nein, wir müssen. Ah, was haben wir denn da? Das hatten wir ja. Wir versuchen es nochmal. Ist vielleicht noch was auf dem Küchentisch? Nein. Und hier auch nicht. Oder? Jetzt bin ich ja nicht derjenige, welcher, der bei jeder Gelegenheit schreit, das ist verpackt. Aber ist das verpackt? Woanders hin. Wenn ich nur wüsste, wo das Zahnrad ist. Nicht lang, das weiß ich. Lieber Zuschauer, hast du eine Ahnung? Backseat Gaming, bitte. I need it. Hier sehe ich halt eben nie irgendwas. Das ist einfach nur neblig. Nochmal. Das nützt aber nichts. Ich könnte jetzt noch mal. Da ist was. Oh, ein bewegliches Bild. Ist doch wirklich nichts. Ich raffe das nicht. Lore ist etwas, das ich nicht verstehe. Sobald ich da rausgehe, macht's wieder Bulla Bulla Bulla.
Sollen wir es einfach mal ein paar Mal probieren? Das sieht jetzt übel aus, oder? Naja, die Folge ist zumindest zu Ende. Und dann werde ich eine kleine Webrecherche machen, weil, naja, Background-Gamer habe ich ja keine. Und, ja, wie gesagt, ich finde hier nichts, was ich noch machen könnte. Das heißt, kurze Aufnahmepause und ihr lieben, oder du lieber Twitch-Zuschauer, darfst zuschauen, wie ich gucke, naja, wie ich da wegkomme. So. Alles klar.